Hier eine kurze Zusammenfassung von der Femtolasik-OP-Methode, was auf die Aufklärung betrifft. Was kann auftreten? Entzündung, Infektion. Da bekommen Sie schon während und nach der Operation antibiotische und kortisonhaltige Tröpfchen. Überkorrektur, Unterkorrektur kann natürlich immer vorkommen. In diesem Fall müssen wir zwischen 4 bis 6 Monaten abwarten, um eine Nachkorrektur durchzuführen. Erhöhte Lichtempfindlichkeit sind sogenannte Halos, Lichthöfe um die Lichtquellen. Um diese zu reduzieren, versuchen wir, die Behandlung so optimal wie möglich zu programmieren. Da fließen mehrere Parameter zusammen, wie Ihre Pupillengröße, wie die Größe der Hornhaut. Und basierend auf diesen Parametern versuchen wir eben, die Behandlung, die Optik der Behandlung so optimal wie möglich zu konstruieren. Ein Schnittfehler mit dem Femtosekundenlaser kann auftreten. In diesem Fall passiert nichts Schlimmes. Wir haben nur Luft in der Hornhaut und dann brechen wir einfach die Operation ab. Wir warten ungefähr einen Monat und falls möglich, wir schneiden diesen Lentikel dann etwas tiefer. Falls das nicht geht, man kann dann eine Oberflächenbehandlung durchführen. Eine schwache Hornhaut kann sich entwickeln. Das bedeutet, dass die Hornhaut ausdünnt, dass die Hornhautverkrümmung zunimmt. Die Wahrscheinlichkeit ist zwischen 1 zu 10.000 bis 1 zu 40.000, das heißt extrem selten. Es kann noch eine Trockenheit an der Hornhaut und an den Augen auftreten. Dann muss man eigentlich etwas häufiger tropfen. Meistens ist diese Trockenheit vorübergehend. Falls Sie Probleme mit der Trockenheit haben sollten, bitte kontaktieren Sie uns umgehend. Es gibt noch andere Möglichkeiten, um diese Trockenheit zu reduzieren. Falls Sie über 40 sind, dann muss man noch beachten, falls man keine Alterssichtigkeitskorrektur, kein Alterssichtigkeitsprofil ausgewählt hat, dass relativ bald auf Sie eine Lesebrille zukommen wird.